Hallihallo, herzlich willkommen in Baldus Welt. Heute geht's endlich weiter hier auf Crystal Isles sind wir unterwegs. Allerdings nur, um drei Artefakte zu besorgen. Ich habe gerade nochmal rumgeschaut. Also das eine Artefakt ist halt auf Fjordur noch in einer Höhle versteckt, die wir noch nicht gefunden haben. Ich hätte die natürlich auch gerne abgecheckt. Die ist aber ziemlich krass abgelegen in irgendeiner Unterwasserhöhle, soweit ich das gesehen habe. Und ich hätte wirklich Bock, heute diesen Bosskampf zu starten, da endlich mal reinzuschauen. Und deswegen werden wir das Artefakt einfach hier sammeln. Hier gehen natürlich alle Artefakte viel leichter zu sammeln. Es kommt ein bisschen drauf an, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo es auf The Island ist. Da gibt es das Artefakt natürlich schon am längsten für die Spinne. Wir möchten am liebsten den Spinnenboss machen. So, und deswegen sind wir erstmal hier. Ich habe das Krokodil hier mit einem Sattel ausgerüstet. Es sind eigentlich alle gefüttert. Wenn wir schon mal hier sind, können wir die mal verpaaren. Zusammen haben wir die, glaube ich, noch nie verpaart. Dafür muss man die mal aufwecken. Bleib wach. Und wir wissen ja seit dem letzten Mal, wenn die zu lange wach sind hier am Tag, dann fallen sie in Ohnmacht. So, Verhalten, wo ist es da drüben? Paarung aktivieren. Paarung, sie ist immer noch aktiviert, okay. So, wir verpaaren also hier mal die zwei wichtigsten Tierchen, weil es so viel Spaß macht. So, ich will natürlich auch die Einhörner irgendwann wieder verpaaren. Irgendwann jetzt bald fängt das neue Event an. Da freue ich mich schon drauf. Und die hier hinten verpaaren wir auch nochmal. Von denen habe ich schon ganz viele Eier gesammelt. Da müssen wir aber auch das Glück haben. Genauso wie bei den Megalosauriern hier vorne. Dass wir da das passende Ei finden mit einem absoluten High-Level. Ne? Hier brauchen wir, glaube ich, genau. Hier brauchen wir ein Männchen. Ein richtig schickes. Das hier ist nur Level 74. Wollen wir mal schauen, ob wir da Glück haben. Also da würde ich, wie gesagt, am liebsten 10, 15, 20, 30 Eier ansammeln. Das heißt aber auch 30 Mal, so wie heute, die beiden anklicken und aufs Ei warten. So, wir können ja mal oben nachgucken. Ach so, ja, Käfer habe ich wieder rausgeschmissen. Also ich habe so eine kleine Kleinigkeit gemacht. Kleine Kleinigkeit. Wir könnten die Käfer leer machen, da fällt mir gerade ein. Es ist halt so, dass ich drüben auf Fjordur, da werden wir natürlich so schnell wie möglich hin, deswegen möchte ich die Käfer eigentlich am liebsten einfach ignorieren. Wir werden aber jetzt auch lauter kleinen Schnickschnack machen. Ich blende mal so ein bisschen die Zahlen aus. Können wir die mal bewundern. Die Terizinos, die können eigentlich weg. Da bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Die stehen da einfach noch mit rum. Und zwar möchte ich ja auf Fjordur unbedingt auch Pflanzen anpflanzen. Wir wollen ja dieses Vogelhäuschen bauen und in der Mitte kommen überall Pflanzen hin. Dann möchte ich ja auch zur Verteidigung Pflanzen aufstellen. So, und da war ich letztens unterwegs und habe nochmal schnell vier Käfer gezähmt. Das geht ja super schnell. Die brauchen ja Scheißhäufchen. Also für die sind tatsächlich die Scheißhäufchen mal wichtig zum Zähmen. Und da haben wir ja hier ein Schweinchen. So, jetzt habe ich aber das Schweinchen rübergeschickt. Ich habe also die vier neuen Käfer und das Schweinchen von hier rübergeschickt. So, jetzt brauchen wir hier aber neue Schweinchen. Und ich bin mir gerade noch nicht sicher. Das war jetzt ganz spontan, habe ich das jetzt gerade gemerkt. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt hier ein Schweinchen zähmen wollen. Ich würde sagen, eher nicht. Die Käfer sind natürlich voll mit Dünger. Ich könnte es jetzt leer machen. So, erster Leck des Tages. Sehr schön. Haben wir auch das hinter uns. So, da liegt das Ei. Da kommt man immer am besten ran. Mit einem weiten Bogen hier. Dann muss ich das mal wieder einschalten. Ja, damit. Männchen wird ausgeschaltet. Ja, und die hier haben auch so ein ganz kleines winziges Ei. Da liegt's. Wunderbar. Kommen wir der Sache langsam näher. Ihn schalten wir wieder aus. Und die sollen jetzt mal wieder schlafen gehen. Schlaf weiter.
Ich habe mich gerade gewundert, warum das jetzt hier auf Englisch ist. Egal, ignorieren wir. Ist das eben auf Englisch? Okay. Damit haben wir schon mal einen kleinen Anfang gemacht. Und wie man in meiner Tasche sieht, ich habe den kleinen Otter hier. Also dieses eine Artefakt ist hier unter Wasser. Und vielleicht versuchen wir davon mal gleich mehrere zu sammeln. Den hier wollte ich noch vorher auf Passiv stellen, dass er uns nicht davon schwimmt, falls wir von einem Fisch angegriffen werden oder so. Der soll eigentlich nicht mitkämpfen. So, hier bin ich schon wieder falsch. Ich bin auch bestimmt heute wieder ein bisschen durcheinander. Wie immer. Hier kommen die Eier rein. So, ein Schwert müssen wir heute unbedingt mal ausrüsten. Und dann würde ich sagen, geht's los. Wir brauchen 3 Artefakte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 2 schon drüben haben. Wir nehmen unseren Otter mit und wir nehmen unseren starken Drachen mit. Also hier habe ich jetzt nicht viel mehr gemacht. Ich habe überhaupt nicht viel gemacht, bis auf die Käfer. Aber das war wirklich so eine Kleinigkeit. Die hatte ich, glaube ich, am Sonntag gemacht. Ich habe rumsortiert und so eine Sachen, die jetzt nicht so auffallen oder so. Vor allem auf Fjördu habe ich noch so ein bisschen aufgeräumt. Ein paar Tiere ein bisschen weggemacht. Ich hatte eigentlich auch gedacht, ich könnte das Vogelhäuschen einfach mal außerhalb des Streams fertig bauen. Habe ich aber auch noch nicht gemacht. So. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind 2 der Artefakte... Boah, wie hell ist das denn? Sind total easy zu sammeln und die haben wir auch schon gesammelt. Ich sammle sie trotzdem nochmal. Was total nervig ist, man kann immer nur 1 der Artefakte rüberschicken, also von jedem 1. Weil man ja immer nur 1 im Gepäck haben kann. Und die kann man auch nicht jetzt mit der Peitsche aufsammeln oder so. Und deswegen muss man theoretisch immer wieder diesen 15-Minuten-Timer abwarten. Ja, dann könnte man nochmal 3 da reinladen. So, aber auf Dauer, also falls wir das öfter machen wollen, diesen Spinnenboss auf Fjördur. Wie gesagt, ich würde auch gern da die Höhle finden und das Artefakt da auf Fjördur-Art und Weise da besorgen. Aber das dauert mir heute zu lange. Also ich will auf jeden Fall die Chance haben, jetzt mal diesen Bosskampf zu machen. Hallöchen, Brandkammer. Wie geht's, wie steht's? Was machst du Schönes? Bist du auch am Ark zocken? Oder zockst du ein anderes tolles Spielchen? Also bei Ark gibt's wirklich so megamäßig viel zu tun. Gerade wenn man neu anfängt hier auf dem offiziellen Server. Also auch auf dem nicht offiziellen Server, Singleplayer, hat man auch super viel zu tun. Kommt immer darauf an, was man alles will. Wenn man alle Tiere will, dann ist man ganz schön am Suchen. So, dieses Artefakt hier ist total easy. Hier waren wir schon mal drin. Da kann man einfach reinrennen. Das schnappen wir uns mal schnell. Und davon holen wir auch nur 1. Ne, davon haben wir sogar schon welche drüben. Da hinten ist es. Ja, damit. Du spielst auch Ark? Cool. Ich spiele es auf dem PC, ne? Nicht auf einer Konsole. Spielst du es denn auf einer Konsole? PS4? Oder sogar auf der PS5? Auf der Xbox wird es auch das auch geben, obwohl jetzt haben sie es auch, glaube ich, sogar auf Nintendo veröffentlicht, ne? Bin ich gar nicht so sicher. Also ich spiele auf dem PC, da ist natürlich alles so ein bisschen anders. Man hat hier tausende Tasten und manche Dinge sind dadurch, glaube ich, einfacher. So, jetzt haben wir schon mal das erste Artefakt. So, und da wollen wir auch den Otter gar nicht rausholen. Ne? In den Otter, da kann man ganz viele Artefakte von derselben Sorte lagern. Und das kann man ja so im Gepäck nicht. Das hat auch ewig gedauert, bis ich das mal von einem anderen Spieler erklärt bekommen habe, dass dafür der Otter gut ist. Da kann man tausende Artefakte reintun. Es kommt nur aufs Gewicht drauf an. Deswegen muss man so einen Otter so ein bisschen auf Gewicht leveln.
dass da auch ganz viele Artefakte reinpassen. Ich glaube, eins wiegt 5 Kilo oder so. Bleiben Sie so lange wie nötig bei. Ich will ihn nicht auf der Straße. Dankeschön fürs Folgen. Auf der Straße haben. Ja, ist ja komisch, ey. Warum geht dieser Follow-Sound nicht bis zum Ende? Das hatte ich letztens auch schon mal. So was Blödes. Aber bei mir wird sich sowieso demnächst so ein bisschen mein Setup ändern. Vielleicht versuche ich dann auch mal ein anderes Streaming-Programm. Teste mal ein anderes aus, ob das noch besser ist. Auf der Xbox und der PS4. Wow, du hast ja super viele Konsolen bei dir zu Hause. So, das andere Artefakt ist einfach hier auf dem Berg. Also das ist, würde ich sagen, so das absolut Einfachste, obwohl das wirklich die beiden Einfachsten zu finden sind. Hier auf Crystal Isles, da sind die aber alle sehr einfach zu finden. Es gibt meistens keine Spinnen oder sowas, was im Weg ist. Ja, es gibt ein schwierigeres, das ist da drüben bei dem Drachenberg, hier drüben in der Wüste. Da muss man gut aufpassen, da sind ja diese ganzen bösartigen Drachen, die man auch nicht zähmen kann. So, und jetzt holen wir uns noch das dritte. Also das ging schon mal schnell, aber vom dritten würde ich gerne gleich ein paar mehr mitnehmen. Weil das ist unter Wasser, dann müssen wir da eigentlich nicht nochmal runtertauchen. Und soweit ich weiß, gibt es da auch keine Piranhas. Also damals waren keine da. Na, auf der Konsole, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das geht, aber ich denke mal, das ist alles genauso wie hier. Also um Artefakte zu sammeln, da ist Crystal Isles wirklich eine ganz tolle Map. Da kommt man an alle Artefakte ran. Ich wollte auch mal so einen Artefakt-Run machen. Aber heute sammeln wir nur die drei Artefakte, die wichtig sind für den Spinnenboss. Ja, und hier dran sieht man schon, wie leicht das ist, ne? Die ersten beiden waren total easy und das dritte ist hier unter Wasser. Oh, da hat einer alles zugekleistert mit Mauern. Soll uns mal nicht stören, behaupte ich mal. Sieht man es hier schon unter Wasser? Nicht so wirklich. Aber da ist es auf jeden Fall. So, jetzt lassen wir den Drachen hier stehen. Ich gucke nochmal um die Ecke. Hier können durchaus auch mal Allosaurier sein und so. Was ist denn da hinten los? Wir gucken uns das mal kurz an. Hier hat ja einer das richtig zugemauert. Ein Argentavis. Gut, das ist, dann sind wir ein bisschen in Sicherheit. Gar nicht mal so schlecht für uns. Dann wollen wir doch mal tauchen gehen. Man muss auch da drüben so ein bisschen aufpassen, wenn da gerade so ein Raptor rumrennt oder ein Kano, könnten die aggressiv werden. Oder schwimmt vielleicht sogar einer hier gerade im Wasser, der runtergeplumpst ist. So, aber ich würde sagen, die Luft ist rein. So, hier sind zwar Fische, aber soweit ich weiß, keine Piranhas. Ansonsten muss ich die platt machen. Da unten ist das Artefakt. Es ist natürlich so, dass ich immer wieder Luft holen muss zwischendurch. Und wir können ja mal gucken, was der Otter dazu sagt, wenn ich ihn hier runterschmeiße. Und das ist das Problem, der taucht einfach mal auf. Oh no. Ja, und man merkt schon, also ich kann hier nicht lange unter Wasser bleiben. Dann machen wir das anders, dann muss er mir mal folgen. Erleben wir das wenigstens auch mal. Und der Raptor, jetzt trifft er mich nicht mehr. Jetzt trifft er nur den Drachen anscheinend. Ist auch eigenartig. Ja, Ark, das habt ihr wirklich toll entwickelt. Also das ist wirklich ein Ding. Also wenn man das halt so, ne, wenn das Spiel so ein Ding drin hat, dass es das hier nicht kann, ne? Also dieses Reinladen in diesen Dingsbums. Ja, dann mache ich das doch an einem Ort, wo halt keine wilden Tiere sind. Ne? Jetzt muss man hier auf Schließen drücken und in der Zeit kannst du halt wirklich gekillt werden. Ich frage mich aber, was der Raptor macht. Auch noch ein 145er. Der greift unseren Drachen an.
Wir können ja mal gucken, was der für ein Damage gemacht hat. Also gut, dass ich auf dem Drachen drauf stand. Guckt mal. 2000 Damage hat er gemacht. Der hätte mich gekillt. Der hat mir auch hier meine wunderschönen Kopfbedeckung zerstört. Mein Kopftuch. Sauerei. So, und deswegen gucke ich mich immer stundenlang um. Aber heute haben wir so wenig Zeug hier. So, geht's denn jetzt hier mal? Wir fangen mit den letzten an. Das funktioniert schon mal. Das geht auch. Das geht wieder nicht. Ich hatte beim letzten Mal, habe ich dann gewartet, bis der Timer wieder abgelaufen ist und dann ging es. Also vielleicht liegt es auch daran, dass man das aufgenommen hat, ganz kurz vor dem neuen Timer oder vielleicht noch in der Zeit, und dass man eigentlich diesen Timer dann nochmal abwarten müsste dafür. Aber das ist immer nervig, Leute. Also jetzt kann man halt genau wissen, es dauert nochmal so lange, bis man das hier schließen kann. So, aber jetzt konnte man ganz gut sehen, dass es vom Drachen aus richtig gut ist, ne? Ich war tatsächlich geschützt. Der hätte mich tatsächlich gekillt, würde ich sagen. Der Raptor, obwohl es mich wundert, dass er dann den Drachen angegriffen hat. Der hätte sich da eigentlich nur so ein bisschen neu positionieren müssen und dann hätte er mich vielleicht wieder erwischt. Ganz oft springen sie einen ja auch an. Habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt. Na gut, dann warten wir noch die Minute. Das wird auch ein Riesenakt. So, mein Freundchen, du musst da aber noch weiter rein. Oh, der will nicht, ne? Die wollen alle nicht. Kann ich verstehen. Nein, sie wollen natürlich, sie sind total heiß drauf. Sie sind jetzt so lange in der Kiste gewesen, dass ihnen schon richtig langweilig geworden ist. Alter, also wenn das dieser kleine Kreis ist, dann schicke ich gleich eine Beschwerde hier wieder raus, würde ich sagen. Anzeige. Gleich Anzeige. Ne, wir haben schließlich bezahlt hier für dieses Spielchen. Okay, Leute. Es kann aber auch noch was Schlimmeres passieren. Ich pfeife sie nochmal auf passiv tatsächlich. Weil wenn jetzt hier einer angegriffen wird, jetzt ist er da hinten aber auch auf passiv. Ist ja auch bescheuert. Gut, ihm wollten wir sowieso noch hier die leeren Kryos geben. Genau, er ist jetzt auf passiv. Na, dann machen wir ihn wieder auf neutral. Richter die Kryos. Dass, wenn alles schief läuft, haben wir zumindest noch die Kryos. Dann würde ich sagen, auf geht's. Auf geht's, unser erster richtiger Bosskampf. Das Ding kommt auf die 6. Den Haufen Mist lassen wir mal draußen. Da bin ich ja mal gespannt, wie sich unsere Rexe schlagen. Boah, warum hat denn das jetzt so gewackelt? Okay, Leute. Kann natürlich auch sein, es sieht tatsächlich so aus, als ob das der Außenbereich wäre hier, ne? Tatsächlich, ey, die müssen alle in diesen kleinen Scheißkreis rein. 4 Sekunden noch. Auf zum Juti. Wo ist der Juti? Ich stehe noch da. Sehr schön. Ich pfeife sie alle auf aggressiv. Sehr gut. Und die Spinne steht da hinten und wartet. Die wartet nicht. Sie will schon angreifen. Sie wird gleich schießen. Ich komme jetzt hier so nicht raus. Deswegen kann ich die auch nicht richtig gut anpfeifen.
Sie sind aber eigentlich aggressiv jetzt. Kommt schon, schnappt sie euch. So, und ich feuer meine Jungs hier wieder von hinten an. Ich stelle mich vielleicht aber dahin, wo die Spinne nicht hinguckt. Hier drüben sieht es eigentlich ganz gut aus. Jo, und sie kriegt gut Damage. Sehr schön. Da ist das Biest. Guckt es euch an. Da ist das Biest. Unsere Biester sind aber auch ziemlich groß. Ja, lol. Und unsere Biester sind gut am Kämpfen. Ich drehe mich nochmal um, renne hier nochmal eine schnelle Runde. Kommt schon, macht sie fertig. Sie spawnt hier lauter kleine Spinnen, da hinten rennen auch welche rum. Ich denke aber, wenn sie umfällt, dann sind auch automatisch alle kleinen Spinnen weg. Weil normalerweise konnte man am Ende dann rumrennen. Ich kann nicht genau sehen, ich denke aber wirklich, dass die Shadow Mains richtig reinhauen. Man hat noch 13 Minuten Zeit. Ja und Leute, so schön wie das jetzt hier gerade läuft, können wir echt theoretisch auch mal Beta probieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht hier sogar leichter ist auf Janur. Die Shadow Mains hauen auch richtig rein. Endlich sind mal unsere Shadow Mains richtig in Aktion. Macht sie fertig. Da kommen wieder Spinnen an. Megatherium killt was. Sehr gut. Hauptsache von uns wird nichts gekillt, weil sonst muss ich ganz schnell nach dem Kampf gucken, wo der liegt. Der Beutel und dann eventuell den Sattel rausholen. Ja, das ist ja ein Ding. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut läuft. Mit unseren kleinen selbstgezüchteten Rexis. Macht sie fertig. Yes, wir haben es geschafft, Leute. Da liegt sie. Da liegt sie. Jetzt hat man noch eine Minute Zeit. Na, die habe ich doch schon längst platt gemacht. Okay. Sind jetzt hier noch Spinnen unterwegs? Das war eine Sache. Die andere Sache ist, hat die den Loot im Inventar? Nee. Ich habe auf jeden Fall die Flagge bekommen. Sehr schön. Und in irgendeinem Dino müsste das andere Zeug sein. Ein bisschen Element. Man hat nicht viel Zeit jetzt hier am Ende. Ne? Ich wollte mal gucken, aber Spinnen gibt es jetzt hier nicht mehr. Und alle haben es überlebt. Ey, ich glaube es ja nicht. Und man sollte immer unten stehen, soweit ich weiß. Wenn man raus teleportiert. Aber ich glaube, das spielt heutzutage keine Rolle mehr. Ich hoffe es zumindest. Oh Mann. Da sind wir. Alle Rexis sind wieder am Start. Schauen wir uns das mal an. Wir gucken mal nach, wie viel Damage hier so ein Rex hat. Naja, 2000. Also das ist echt minimal. Selbst die Shadow Mains haben nicht viel Damage. So, ich guck mal nach Gewicht, wer vielleicht hier was gelootet hat, aber das ist wahrscheinlich nur Element. Was mich auch wundert, dass die Spinnen hier Fleisch gegeben haben. Das ist natürlich super praktisch. So können die Tiere theoretisch gleich wieder hochheilen hier.
So ein Rex hängt da in der Luft rum. Wer hat das Element gelootet? Oh nee, ey. Noch mehr Leder. Hier ist ganz viel drin, sehr schön. So, aber jetzt will ich noch gucken, wie der andere Hai aussieht. Das ist unser Event-Hai. Der ist auch interessant. Aber das hier würde ich sagen, ist unser Kampf-Hai. Den haben wir auch schon ein bisschen gelevelt. Naja, dem fehlt aber auch noch Nahrung. Level den mal auf Damage. Also für die Sachen, die wir jetzt vorhaben. Und den haben wir noch gar nicht gelevelt hier. Okay. Sehr schön, jetzt haben wir alles. Ach so, und hier vorne ist gleich ein... Oh no. Das ist auch ein relativ gefährliches Artefakt. Oder hier. Also hier gucken wir nochmal nach. Hier waren solche Engen mit Wasser auf beiden Seiten. Könnte wirklich hier gewesen sein. Oh, das sieht tatsächlich gut aus. Sieht tatsächlich gut aus. Wir gucken mal in alle Richtungen, nicht dass uns irgendwas auffrisst. Und irgendwo hier, vielleicht hier genau in der Mitte. Nee. Das sind nur Muscheln. Da leuchtet was. Könnte sein, dass es hier noch so ein bisschen weiter runter war. Oh doch, guck mal da unten. Oh Mann, ich hab's gefunden. Ja, und hier bin ich so ein paar Mal runtergetaucht. Allerdings ohne Fisch. Ganz ohne Fisch. Und hier ist es. Hier vielleicht. Hier ist es, Leute. Wir haben es schon gefunden. Oh, da ist ein Caprosuchus. Gut, den dürften wir ja mit unserem Hai
auffressen können. So, dann werden wir mal den Drachen und ein gerichtiges Sarko ist hier auch noch unterwegs. Drachen lassen wir hier. Den kleinen lassen wir hier. Und dann mal ab ins Wasser. Ins wunderschöne Wasser. Wo ist der Caprosaurus? Da ist erstmal das Krokodil. Wir schnappen es uns. Da ist das Artefakt hier links, ne? Oh no, der Caprosaurus kann uns vielleicht hier vom Hai runterziehen. Hier haben wir jetzt Piranhas. Den ersten Piranha haben wir aufgefressen. Oh komm schon, dreh dich im Kreis. Da haben wir noch mal einen erwischt. Boah, also die Optik hier. Gewöhnungsbedürftig an so ein Piranha, ey. Jetzt haben wir noch einen erwischt, sehr schön. Müssen wir mal so schnelle Kurven schwimmen. Weil der Hai nicht rückwärts schwimmen kann. Wo ist denn der Piranha jetzt? Und vor allem, wo ist das Caprosaurus? Lol. Da ist noch ein Krokodil, ey. Ich fass es nicht. Da ist unser Drachen. Da ist ein anderes Vieh. Werden wir auch mal auffressen hier. So, und hier sollte man erstmal richtig aufräumen. Da drüben ist noch ein Sarko. Und da ist auch das Caprosaurus. Alter, was für ein Kampf hier. So, und das Caprosaurus wird jetzt am interessantesten. Ich habe noch nie mit einem Hai gegen Caprosaurus gekämpft. Oh, wir haben es erwischt. Da ist noch ein Sarko, also. Damals, ne, da waren hier ein paar Piranhas und das war's. Obwohl ich mit meinem Bär hätte ich auch hier die Sarkos platt gemacht. Piranha haben wir, Sarko haben wir eins. Oh, jetzt kommen hier nochmal richtig viele Piranhas. Die haben wir aber erwischt. Sarko müsste eigentlich noch leben. Oh ne, Frosch. Frosch kann ruhig darum schwimmen. So, Drachi und Otter geht's gut. Dann würde ich jetzt sagen, Taucheranzug. Dann lasse ich das Sarko hier beim Dings. Das lasse ich den Hai hier. Die Artefakte. Was haben wir hier für ein? So, wir sind angekommen.
Hier waren wir auch schon mal drin und haben schon mal eins rausgeschnappt. Muss noch mal gucken, wie das hier heißt. Da unten ist alles voll mit Motten. Ich habe ein bisschen das Gefühl, zum Bauen kommen wir heute nicht mehr. Kann ich noch nicht genau sagen. Die hier müssen wir natürlich killen. Die sind zu nah an dem Artefakt dran. Die können eigentlich Wände hochklettern, aber wenn sie wild sind, machen sie das irgendwie gar nicht. Da ist das Artefakt. Da hinten liegt auch noch so ein dickes Vieh. Davon wollen wir natürlich auch noch einen zähmen. Lol, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los, Leute? Unser Drache ist verschwunden. Ist nicht euer Ernst. Alter, was geht denn hier ab, ey? Das kann ja nicht wahr sein. Da ist einfach mal der Drache verschwunden? Ich glaub's jetzt nicht. Abgemountet und der Drache verschwunden. Ich laufe mal hier hoch, wir haben jetzt zumindest hier so ein bisschen aufgeräumt. Boah, krass, Alter, was ist das denn? Das kann ja nicht wahr sein, ey. Leute, unser Drache ist weg. Einfach plopp weg. Oh Mann. Ne, ich wollte hinten rum, um diesen Megalania zu killen, der da hinten sich aufhält. Deswegen bin ich hier hinten rum gelaufen. Jetzt ist die Frage, wo können wir unseren Otter in Sicherheit bringen? Und die andere Frage ist, was soll das? Lol. Einfach weg. Das ist ja unglaublich. Ich habe auch auf Follow gepfiffen, ne? Kann hier noch ein paar Mal pfeifen. Ist ja krank. Also das ist wirklich übel. Ich jump dem Drachen da jetzt auf den Rücken, ey. Wo ist unser Drache hin, ey? Lol, da oben klemmt auch ein Megalania, da haben wir ja Glück gehabt. So, hier lassen wir jetzt mal unseren Otter.
vielleicht auch eine schlechte Idee, aber ganz ehrlich. Was soll denn das? Und ich jump jetzt hier runter und guck mal nach, ob wir hier noch irgendwie an unseren Drachen rankommen. Ne, den da wollte ich killen hier. Nein, was machst du denn? Warum ist denn der noch auf Follow? Das könnte also ganz schnell das Ende von unserem Otter sein. Ich werde aber dasselbe nochmal machen. Komisch, dass das Megalania nicht angreift. So, wir holen jetzt einen anderen Drachen. Der ist noch auf Follow. Ja, wir haben unseren Hai dabei. Den wollen wir jetzt natürlich auch nicht auf diese Art und Weise verlieren. Also wir wollen den Loot schon wiederfinden. Nochmal dasselbe hier nochmal. Ihn aber diesmal auf Unfollow. Alter, was geht hier ab, ey? Da verschwindet einfach unser Drache hier im Nichts. Hier drüben war er. Ist er vielleicht unten drunter oder was? Gut, das werden wir jetzt mal gucken. Aber ich glaube, hier gibt es keinen unten drunter. Und wie gesagt, ich habe auch Follow gepfiffen. Der ist einfach weg. Aus. Lol, was ist denn jetzt los, ey? Was geht denn jetzt ab? Da wollen wir doch mal schauen. Deswegen ist eigentlich auch gut, man bringt oft die Sachen wieder nach Hause, aber das war jetzt im Grunde genommen das letzte Artefakt, was ich jetzt noch wollte. Hier ist unser Rettungsdrache. Also ich bin da jetzt gestorben, ne? Hier, wir sind nackig. Finde ich auch absurd, diese komische Anzeige. Ich bin mal gespannt, ob unser Drache wieder da ist. Und das war Draco der Unsterbliche. Draco der Unsterbliche. So übel ist er von uns gegangen. Na, wir wollen mal noch das Beste hoffen. Macht hat einfach plopp in der Höhle und der ist weg. Oh Mann, ey. Also wenn das wirklich so ist, sowas kenne ich von damals überhaupt nicht, Leute. Ich kenne es aber auch nicht, dass ich keine Screenshots machen kann und dass ich die kleinen lustigen Leuchtetiere nicht sehen kann. Und ich habe grundsätzlich nichts gemacht, außer dass ich irgendwie ein Jahr lang nicht gezockt habe oder ein bisschen länger. Diese Rüpel, diese verdammten Rüpel, was haben sie mit Draco gemacht?
Draco der Unsterbliche. Er ist in die Unendlichkeit eingegangen. Also nicht eingegangen, sondern er hat sich einfach mal aus dem Staub gemacht. Gut, wenn man so viele Drachen hat, dann kann man drüber lachen, ne? Aber das ist nicht schön. Also was aber auch komisch war, ist, dass der Megalania nicht aggro geworden ist, ne? Otti ist unten, Otti kommt zu uns. Sehr schön. Wir gehen nicht da hinten in die Ecke. Gut, Otti folgt unserem Dings. Was haben wir denn hier für ein Artefakt? Artefakt des Rudels. Das ist auch eins, was wir brauchen. Für den Affen. Wir schnappen uns jetzt die Artefakte und dann hauen wir hier erstmal ab. Hier ist kein Lootstrahl und nichts. Und ich würde sagen, wir kommen hier gleich nochmal wieder. Aber das ist schon ein herber Schlag. Beide Haie verloren. Waren Low-Level-Haie, aber der eine hatte eigentlich eine tolle Eventfarbe, die ich eventuell noch reinzüchten wollte. Können wir dann natürlich vergessen. So, und wir werden dann gleich nochmal wiederkommen. Und hier alles abchecken. Aber wir nehmen mal zwei schlechte Drachen und lassen den dann draußen vor der Tür stehen. Und werden hier mit einem schlechten Drachen und ohne Equip nochmal alles absuchen, gucken, ob der auch verschwindet. Das lassen wir so nicht mit uns machen. Oh Mann, heute ist hier wirklich mein Drache einfach verschwunden.
Und ich gehe jetzt da noch mal rein mit einem anderen Drachen, wo der verschwunden ist. Einfach plopp, ich wurde abgemountet, Drache war weg. So, und danach bin ich dahin gelaufen, wo der Drache verschwunden war. Und bin auch plopp weg. Das ganze Inventar weg, da waren zwei Haie drin, ne? Es waren jetzt Low-Level-Haie, aber trotzdem. Sowas habe ich noch nie erlebt hier. Wie gesagt, also mit dem Mana-Garm, da habe ich damals schon gehört, da hatten viele Leute Probleme mit auf anderen Maps. Im Grunde genommen genauso, dass sie einfach, zack, Mana-Garm weg und sie waren tot sozusagen. Aber das war jetzt auch nicht so, dass eine Anzeige war, du bist gestorben oder so. Einfach nur respawne einfach mal neu in dein Bettchen. War das hier unten? Ich bin nur froh, dass ich den Otter vorher abgesetzt habe. Und wir testen das jetzt nochmal. Hier hinten war das. Ich wollte da hinten rum. Da hinten sieht man ja den dem Megalania. Da wollte ich hin. Den wollte ich auffressen. Hier bin ich lang. Und wir sind noch da. Dann habe ich hier so rum, ne? Wir probieren es jetzt ein bisschen. Oder wollte ich hier vielleicht durch? Hier, plopp, Leute. Schon wieder. Drache weg. Was? Drache ist weg. Also Leute, nehmt euch bloß in Acht hier vor dieser Ecke. Ja, du bist auch am Haken. Ja, hast du sowas schon mal erlebt? Also, ich hoffe, das ist jetzt hier so ein Einzelfall, ja? Also, bin ja selbst total geschockt. Aber jetzt haben wir es nochmal, konnte ich es nochmal hier live zeigen auch. Also auch das vorhin, da werde ich auch so ein kleines Highlight-Video draus machen. Das ist doch krass. So, da habe ich mich dann gewundert, bin hier rumgelaufen. Dann bin ich aber auch selbst da nochmal lang gelaufen. Dann habe ich mich umgedreht, dann wollte ich eigentlich hier hinten gucken. Ne? Dann bin ich hier hinten lang und wollte hier so rumgucken. Und dann war aber wie so ein Leck. Dann hat man nochmal kurz gesehen, dass ich auch da war. Und plopp, war ich auch weg. Krass, Leute. Das ist eine Drachenkiller-Falle. Na los. Bringt ja alles nichts. Oh, meine schöne Kryo, ne? Die schöne Kryo. Wir legen es drauf an. Also was mich auch gewundert hatte, dass der Megalania mich nicht angegriffen hat. Genau, ich war hier irgendwie von hier unten oben runtergefallen. Hallöchen. Jetzt greift er an. Jetzt greift er an. Vielleicht macht es mit ihm auch plopp und weg. Ich hau ab. Na gut. Also ich würde sagen, das reicht uns. Drache plopp und weg. Reicht uns. Ja gut, also es ist wirklich zweimal hintereinander passiert. Vor der Ecke würde ich mich wirklich in Acht nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob man da den Entwicklern jetzt schreiben könnte irgendwie. Ah, hat er abgelassen? Er hat anscheinend abgelassen von uns. Oh no, wir sind aber auch vergiftet. Ich meine, wenn die nicht wissen, dass da so ein Fehler existiert hier irgendwie in der Map, dann können sie da ja auch nichts verbessern. Oh, ich laufe mal raus. Normalgeschwindigkeit geht noch. Dann retten wir wenigstens noch die Kryo. Ja, ist natürlich mega schade. Ich habe ein paar Kleinigkeiten verloren, aber es ist wirklich nicht so schlimm jetzt gewesen.
Nur Draco, der Unsterbliche, der ist bei drauf gegangen. Wir werden also den Drachen jetzt hier in Draco, der zweite Unsterbliche, umbenennen müssen. Wildcard juckt das leider nicht. Ja, also die Befürchtung hätte ich da auch. Ja, ich bin natürlich der Meinung, sowas darf überhaupt nicht sein in so einem Spiel. Also ich bin da früher sehr oft drinne gewesen. Früher, ich habe ja früher schon 3 Jahre lang gezockt. Da ist mir nie irgendwie ein Tier verschwunden, auf die Art und Weise. Aber das ist schon erschreckend. Und mir ist ja tatsächlich auch, was noch erschreckender fast ist, aus dem Haus eine so eine Tech-Kiste war einfach weg, ne? Aber gut, also lass dich davon jetzt nicht hier irgendwie beeindrucken, das sollte nicht normal sein, keine Ahnung, was da los ist. Aber das hier ist schon crazy, vor allem, dass es auch das zweite Mal nochmal war. So, jetzt krepiere ich aber hier aber vor mir hin, aber ich würde sagen, wir hauen jetzt hier mal ab. Ne, das ist hier auf Crystal Isles in dieser Höhle, die ich eigentlich auch immer empfehle oder empfohlen habe. Da kann man jede Menge Megalania, und man kann vor allem auch ganz easy die Motten sich zähmen. Die können ja nicht wirklich wegfliegen aus der Höhle. Und dann gibt es da auch noch die kleinen Eidechsen von Aberration. Ist eigentlich eine ganz tolle Höhle, aber ab heute muss ich sagen, die war fürchterlich. Draco, der Unsterbliche, ist dort wirklich unsterblich geworden. Also er ist zumindest nicht an irgendwelchen Tieren krepiert. Ich versuche jetzt mal nach Hause zu fliegen, bevor ich ohnmächtig werde. Und dann machen wir noch ein kleines bisschen weiter, den Artefakt-Sammel-Run. So, also was habe ich verloren? Das Equip. Das war jetzt aber nicht das Beste, was ich hatte. Ein paar ganz einfache Wollklamotten, also ganz ehrlich. Das ist nicht der Rede wert. Eine tolle Spitzhacke, davon haben wir aber ganz viele hergestellt. Also hier gleich beim ersten See. Und diesen fetten Wasserfällen. Ist eine Höhle. Und die ist links von den Wasserfällen. Und jetzt ist es so scheiß dunkel, dass ich die selbst kaum finde. Ist natürlich besser im Hellen. Die müsste aber hier ungefähr der Eingang sein. Also ich kann es noch mal kurz zeigen. Hier ist dann dieser erste Wasserfall und so ein großer See. Eine große Bucht. Hier an der Seite, das ist ein relativ kleiner Eingang, aber selbst im Dunkeln, hier müsste es sein. Und sobald man drinnen ist, ist es auch heller. Hier müsste es reingehen. Ja, man sieht schon, wenn man in die Höhle geht, hat man so einen kleinen Dingsbums. So, und hier kann man einfach so Vollspeed durchfliegen, aber auch in normalem Speed. Ne? Da unten sind schon Schlangen und sowas, die kann man einfach ignorieren. Hier muss man auch durch, also einfach mit Vollgas durch. Dann kommt man hier in den ersten Raum rein. Oh, hier sind Bären unten und so. Hier ist, glaube ich, noch kein Loot Drop. Muss ich selbst jetzt auch mal gucken. Und ab in den nächsten Raum. Und dafür sind die Fledermäuse halt super. Ansonsten hast du richtig Probleme. So, und hier kann es schon gefährlich werden. Hier war ich vorhin. Und man sieht schon, da unten sind überall... Oh, guck mal da. Da flattern sie überall rum.
Und jetzt greifen die an. Lol, warum killt denn meine Fledermaus die nicht? Was ist denn hier los? So, man sieht auch, sie haben mich schon angesteckt hier mit dem Zeug. Alter, es geht mir jetzt ab hier. Deswegen, man muss doll auf seine Ausdauer achten. Gut, die Fledermaus ist jetzt nicht so stark, aber es sind halt auch Level 200er Viecher und sowas hier. Guck mal, wie viele jetzt kommen. Mal ganz ehrlich, ey, die killen meine Fledermaus, ich hau ab. Boah, Leute, was geht denn hier ab, ey? Wollen die mich verarschen? Also auch, dass ich die ersten nicht gekillt habe. Also, man kann es auch übertreiben. Lol. Aber normalerweise, wenn du die Viecher killst, dann kriegst du super viele Bloodpacks. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist, dass ich nicht mal die ersten gekillt habe. Die wollen mich doch veräppeln, ey. So, es ist also sehr gefährlich auch. Normalerweise, also als ich damals mal drin war, waren die nicht gleich in diesem Raum drin. Okay, also zweiter Versuch. Und diesmal fliege ich durch. Andererseits möchte ich aber auch gern die Viecher nochmal angreifen, aber wir fliegen erstmal durch. Also Vollgas einfach durch. Im Grunde genommen ist man auch so schnell, dass irgendwelche Spinnen oder sonst was, die reagieren gar nicht so schnell. Hier kann man einfach durchfliegen. Hier gibt es eigentlich noch nichts an Loot-Zeug. Hier ist dieser Raum wieder. Alles voll mit den Viechern. Wie gesagt, eigentlich ist es ganz toll. In dem Fall. So. Und jetzt kommt man schon in so einem Raum, wo hier auf diesem Mittelpunkt und solche Dinger sind. Muss ich aber mal ein bisschen gucken, nicht, dass mich diese Viecher weiterhin verfolgen. Es ist total nervig, mit den Fledermäusen zu landen. Weil sie wollen immer, man sieht's, naja, jetzt hat sie. Sie wollen immer sich an irgendwelche Wände hängen und so. Man muss also manchmal mehrmals probieren. Und man steigt aber immer so nach vorne hin ab. Das ist eigentlich ganz schön. So, da war jetzt wieder nur Blödsinn drin. Und jetzt ist hier schon das nächste gespawnt. Guckt mal, ich habe hier gerade das gelootet. Da waren wahrscheinlich zwei übereinander. So, und hier geht es dann weiter. Also das ist noch nicht der Hauptraum, um was Sachen zu looten. Sondern wir sind jetzt gekommen von. Genau, wir sind hier reingekommen durch diese Höhle. Und hier geht es jetzt so um die Ecke rum. Hier sind immer noch so ein paar fliegende Ameisen. Ignorieren wir einfach. Hier unten sind Thylakoleos. Also solange du hier rumfliegst, ist es nicht schlimm. Und hier geht es weiter. Hier musst du durch so einen kleinen Spalt durch. Ist auch alles kein Thema. Und das ist jetzt, glaube ich, der Hauptloot-Raum, würde ich sagen. Da ist auch das Artefakt drin. Das leuchtet da hinten. So. Und hier ist zum Beispiel so ein ganz cooler Loot. Da war aber jetzt auch nur Scheiße drin, sage ich mal. Also hier ist auch oft nur Mist drin. Aber dadurch, dass diese Dinger so schnell respawnen, kann man hier echt so ein bisschen. Ja, und hier sind sogar auch ein paar rote, ne, links und rechts auf diesen auf diesen Dingern. Ich würde sie einfach jeweils nur, also, da war jetzt so ein Blödsinn drin, ne. Hier unten ist ein Artefakt, das kann man sich mitnehmen. Hier drüben ist noch so ein Ding. Und hier in diesem Raum sind eigentlich auch gar keine Tiere. Also da kannst du auch unten landen und hier ist auch nur Mist drin. So, also man muss es eben wirklich ein Weilchen machen. Und irgendwann kommt was Tolles. So, dann kann man noch hier hinten in so einen Raum. Wir sind jetzt gekommen von hier irgendwo. Hier war genau hinter diesem Ding hier, hinter diesem Bäumchen.
Hier muss man auch immer wieder gucken. Hier kommt auch immer wieder ein Looten neuer. Hier sind wir hergekommen. Oh nee, jetzt war ein Leck. Also da sind wir hergekommen. Da ist dieser komische Baum. Und dann kann man noch hier drüben in diesen Raum. Da gibt es aber nur ein, zwei Loot-Dinger. Und da kann man nicht nach unten, weil da alles voll mit Krokodilen ist. Ne, da unten den würde ich nicht holen. Da bist du unten bei den Krokodilen. Kommt drauf an, wenn du hier mit einem anderen Tier noch reingehst und die Krokodile platt machst. Aber hier zum Beispiel ist auch einer. Ja, und da kann man nur hoffen, dass wenn man das erstmal hier alles leer gelootet hat, dass danach was Besseres kommt. Prokoptodon-Sattel, ja, super. Eine der wichtigsten Sachen. Aber zum Beispiel so ein Känguru-Sattel habe ich hier auch vorher noch nie gefunden. Also ich denke wirklich, dass du da Glück haben musst. Eventuell das ziemlich lange durchziehen, aber es ist wirklich ganz lustig, dass hier der Loot so oft wiederkommt. Ne, da hinten ist jetzt, die beiden roten Dinger sind wieder da. So, das geht aber auch nicht immer so. Teilweise ist es gut, wenn du dann wieder in so einen Vorraum auch mal fliegst, dass du ein bisschen weiter weg bist. So, hier war jetzt nochmal nur Müll drin. Also wie kann man da so einen Müll reintun, echt? Wenn ich das teilweise sehe im PvP oder so, wie die da zocken, da haben die das dann einfach hochgesetzt, dass da bessere Sachen drin sind. Da ist so ein Loot-Drop, der ist voll mit dem geilsten Scheiß. Oh, hier haben wir einen Spino-Bauplan. Okay. Will man nicht meckern? Ich glaube, das ist der beste, den wir bisher haben. Ja, also das muss man im Grunde genommen hier ja am besten eine Stunde lang machen oder so. So, und ich würde sagen, wir fliegen jetzt zurück und knöpfen uns nochmal diese Ameisen vor. Also normalerweise, es gibt da vorne so einen Abzweig, der geht nach rechts, da solltest du nicht unbedingt lang, da gibt es auch keinen Loot, da ist so eine Bienenhöhle, da könntest du tatsächlich auch solche Polymer bekommen, aber es ist ein ziemlich gefährlicher Ort. Und eigentlich waren damals immer da drin diese Viecher. Jetzt sind die hier immer schon im Vorraum. So, aber hier in diesem Raum ist eigentlich auch schon Loot. Also man kann auch mal hier hin. Ja, hier oben ist jetzt einer. Den hatten wir ja gerade schon gelootet. Also hier kann man auch immer wieder in die Vorräume zurückfliegen. Und eigentlich sind hier in diesem hinteren Bereich sind diese Fliegen eigentlich nicht mehr unterwegs. Oh. Das ist total näher. Jetzt ist hier mal eine Fliege. Mal gucken, ob wir die jetzt mal gekillt kriegen. Hier, was soll denn das? Jawohl, weg ist sie. Es liegt wirklich an diesen Blutkonserven. Die Fledermaus muss wirklich welche killen, würde ich sagen. Ansonsten sieht es übel aus. So, und hier, ich drehe oft drei Runden, aber man sieht schon, man hüpft eigentlich ganz gut über den Kopf vorne rüber. Lauter Betäubungsgewehre haben wir jetzt hier gefunden. So, hier ist so ein Ding, da ist es wirklich nervig drauf zu landen. Aber es ist wirklich möglich, weil hier hat man kaum Platz zum Landen und sie will die ganze Zeit ihre komischen Krallen da benutzen. Man muss so lange fliegen, bis das unten nicht mehr angezeigt wird, dass sie die Krallen verfügbar hat. Also ich würde kein Risiko eingehen, nicht, dass du hier runterfällst zu den Thylacoleos. So, jetzt wollte ich aber nochmal in diesen anderen Raum und mir nochmal diese Viecher vorknöpfen und am liebsten auch mal zeigen, wie geil das ist mit diesen Bloodpacks. Ich hoffe nur, dass ich dabei nicht drauf gehe. Okay, kommt her, ihr Bestien, da kommt schon die erste. So, man trifft aber auch teilweise wirklich die Tiere unter sich. Hier, guckt ihr das an hier, wie viele da kommen. Und es ist wirklich, würde ich sagen, dadurch, dass man die killt. Aber man sieht schon, ich bin auch wieder infiziert. Und es wird schlimmer, wenn man von mehreren Tieren so infiziert wird, von diesen Viechern.
Man muss auch aufpassen, es sind auch Spinnen da. Ich glaube, wenn mich jetzt eine Spinne beschießen würde, würde ich runterfallen. Das ist mir auch noch nicht passiert. Und dann wären die Schlangen da und würden mir den Rest geben. So, aber guck mal, da kommen immer mehr. So, und dann muss man aber auch unbedingt auch abhauen und sich einen Ort suchen, wo die Fledermaus wieder Ausdauer bekommt. Also normalerweise habe ich die immer alle gekillt, die Viecher. Und dann bin ich abgehauen hier und habe mich hier wieder gewartet, bis die Krankheit weg ist. So, wollte ich das auch mal zeigen. Und jetzt gucken wir mal nach den Bloodpacks hier. Gut, sie verbraucht die jetzt auch so ein bisschen. Aber normalerweise hat man dann hier so 400, 500 Bloodpacks. Wir haben ja nicht so viele von den Viechern gekillt jetzt. Also diese kleinen Biester ist ein kleiner Geheimtipp aus meiner Sicht. Ist es Wahnsinn, wie viel Bloodpacks man hier bekommen kann. Ja, und manche, die haben schon richtig krass hochgezüchtete Fledermäuse, ne? Richtige Biester mit über 1000 Damage und sowas. Sowas habe ich ja gar nicht, also mit einer relativ normalen Fledermaus kann man hier sehr viele Bloodpacks bekommen. Nur mit dieser blöden Tollwut, würde ich sagen. Oder was ist das? Keine Ahnung. Ne, jetzt ist sie vorbei. Also die hält auch irgendwie länger, umso mehr einen von diesen Viechern infizieren. So, jetzt fliegen wir aber nochmal zurück. Jetzt haben wir schon die Hälfte umgelegt von den Viechern. Ich loote mal nochmal das Ding, aber heute wird nicht mehr so großartig gelootet. Ja, man sieht, also sehr oft ist hier einfach nur Blödsinn drin. Ich kann nicht sagen, ob hier sehr oft Flak-Zeug droppt. Es ist wirklich alles eine Frage der Zeit, denke ich mal. So, was ist hier los? Wo sind die restlichen von euch? Und ja, als Fledermaus wurde ich hier noch nicht beschossen von den Spinnen, aber eigentlich müsste es möglich sein, dass die mich beschießen. Und hier kann ich das nochmal zeigen. Es gibt hier so einen Abzweig und da solltest du nicht lang fliegen. Also man ist jetzt am Anfang von hier gekommen und dann sollte man geradeaus weiter und nicht nach rechts rum. So, hier ist nur ein so ein Ding. Nö, und die Spinnen ignorieren einen eigentlich. Komischerweise. Oder? Nee, sie ignorieren nicht wirklich. Wir können dann zum Spaß mal reinfliegen. Eigentlich war das da drüben immer, dass da diese fliegenden Viecher kamen. Und zwar richtig krasse oben. Oh, da sind sie. Da sind sie. Und hier sind eigentlich Bärchen unten drin. Das ist so eine kleine Bienenhöhle. Ja, und hier drin habe ich das eigentlich das erste Mal erlebt. Und da kommen sie, ne? So eine ganze Horde. Komm schon, mach sie platt. Guck dir das an hier. Alter Schwede. Jetzt leckt's aber auch. Verdammter Scheiß. Hoffentlich bringen die mich nicht um, ey. Ja, jetzt kann ich schlecht flüchten hier. Mach sie fertig. Ja, sieht gut aus, aber jetzt müssen wir dann auch wieder einen Ort suchen, wo wir uns niederlassen können. Und diesmal werden wir mal... Ja, oh nee, da sind noch mehr von den Dingern. Oh, guckt euch das an. Nee, nee, Leute. Die wollen mich jetzt hier... die wollen mich leiden sehen. Ich hau ab. Ich hau ab, wie viele waren das denn? Alter Schwede, ey. Hier hinten ist auch ein Loot-Drop manchmal oben. Jetzt können wir noch mal kurz gucken. Hier, guckt ihr diese Bloodpacks an. 204, 600. Wenn ich jetzt noch stärker gewesen wäre, hätte ich die anderen auch noch killen können. Ja, da hätte sie hier reihenvoll mit Bloodpacks gehabt.
Also ich würde sagen, ein super Geheimtipp. Die Fledermaus ist aber relativ low. Ja, was wird die gewesen sein? Keine Ahnung, Level 80 oder so. Bisschen mehr Damage, ne? Sie hat jetzt 300 Damage. Aber eigentlich, man hat auch eben gesehen, wie sie die Viecher gekillt hat. Also wenn man ein bisschen vorsichtig ist, geht es eigentlich auch so. So, und die Viecher folgen einem auch nicht, was man jetzt hier mal so feststellt. Ich muss sagen, ich bin das erste Mal jetzt vor denen geflohen. Was hat es eigentlich immer geklappt? So, hier haben wir Säbelzahn, Bauplan, natürlich auch wieder absoluter Blödsinn. Wir können mal gucken, also der Spino-Bauplan war jetzt ganz gut. Aber man hat hier oft auch richtigen Blödsinn, Lederklamotten und Stoffklamotten. Vielleicht sollte man andere Höhlen noch abchecken oder sich dann nochmal erkundigen. Vielleicht droppt diese Höhle auch nicht perfekt sowas wie Flak-Sachen. Kann ich nicht so genau sagen. Aber sie ist auf jeden Fall witzig. Weil diese Dinger immer respawnen, kann man hier wirklich eine Weile hin und her fliegen. So, ich hole mir mal noch was zu trinken und dann werden wir auch langsam Schluss machen. Ich werde mal von der letzten Höhle da hinten zurück teleportieren. Bin gleich wieder da. Gut, ich würde sagen, für heute haben wir genug gemacht. Der Bosskampf war ja total easy auf Gamma, beziehungsweise waren wahrscheinlich unsere Tierchen ziemlich stark. Also mit den Rexen hatte ich auch so ein bisschen Glück am Anfang, da haben wir ganz gute gefunden. Und die Shadow Mane scheinen auch richtig reinzuhauen. Also so ein paar Shadow Manes mitzunehmen, scheint es zu bringen. Vielleicht schaffen wir noch die Beta-Version der Kämpfe, aber Alpha niemals. Also da brauchen wir schon was Besseres. Mal schauen. Gut, vielleicht schaffen wir es morgen mal den Affen zu machen. Oder er macht uns platt. Mal schauen. Auf jeden Fall sind hier die Säulen verschwunden da hinten. Riesen Sauerei. Wir sind auch nicht zum Bauen gekommen. Auch eine Sauerei. Das da wird das Vogelhäuschen. Das wird komplett aus Glas gebaut. Aber es muss viel höher werden, dass es auch irgendwie was reinpasst. Gut, ich würde sagen, war super witzig, hat mega Spaß gemacht. Und morgen soll es weitergehen auf jeden Fall. Dann lasst es euch gut gehen. Gute Nacht und bis bald. Tschüss.